was würdet ihr sagen, qualifiziert mich dazu zu bewerten, ob das jetzt der beste Burger in New York ist? Okay, Shake Shake, Madison Square Park, New York. Was geht, Leute? 1000 Likes. Wenn wir das schaffen, dann gibt es beim nächsten Vlog ein Tornado hier vor dem Empire State Building. Alright? Also liken und kommentieren nicht vergessen. Abfahrt! Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, aus New York Motherfucking City. Zieht es euch rein. Übertrieben nice. Wir gehen jetzt das Frühstücken. Zweiter Tag New York. Heute werden wir einen der oder vielleicht den besten Burger in New York testen. Und wir haben ja schon Chris am Start. Wir werden gleich streamen und hoffen, dass es funktioniert. Revenge on Phil und New Yorker Morgenluft. Sehr geil. So. Wir streamen jetzt hier gerade, das scheint zu funktionieren, also Kuss geht raus, nicht Kuss geht raus, aber Felix tut mir ein bisschen leid, Kuss, dass es bei ihm nicht funktioniert hat. Das ist schon fast ein Fünfer, aber wir streamen. Das ist schon ein Fünfer. Wir haben uns jetzt hier einen Kaffee gezogen und genießen hier jetzt gerade ein bisschen den Sonnenaufgang. Das sieht so geil aus, also ich wirklich, da kann ich mich nicht dran gewöhnen, ne? Wie die Häuser oben als erstes so von der Sonne angestrahlt werden, das sieht unfassbar schön aus. When my friends go. Also nochmal, wir gehen jetzt frühstücken zu Andrews Coffee Shop oder so und versuchen ein nices amerikanisches Frühstück zu bekommen. Chris Stream läuft wunderbar, das weckt Hoffnung für alle Content Creator hier. Alle Content Creator. Alle, die da sind. Und ja, mal schauen, was wir hier so Geiles heute noch finden. So. Alright, streamst du noch live? Wir sind jetzt bei Andrews Coffee Shop. Genau. Hier. Da ist sehr, sehr voll drin. Ist komplett krass. Und draußen einfach leer. Hier draußen war es leer. Ich weiß nicht, warum sich da keiner hingesetzt hat. Wir haben das jetzt auch abgesprochen und jetzt werden wir sogar bedient draußen, obwohl eigentlich kein Service ist. Jetzt haben wir ein richtig Baba Frühstück. Das erste Frühstück in New York City. Alter, Gimbel, hallo, was Gimbel. Passiert? Gimbel. Oh. Das erste Frühstück in New York. Alter. Okay. Idee, ich glaube, die haben das ohne Milch sogar gemacht. Das schmeckt ja, sehr, sehr nach Only Wear Ei. Das liebe ich. Würstchen. Übel geil. Schmeckt tatsächlich auch wie ein Würstchen, also ist echt gut. Und Bacon. Boah, Digga, das ist perfekt, das riecht geil. Ja, es ist geil. Es ist basic, aber es ist richtig geil, weißt du, was ich meine? Ja. Jungs, das sieht einfach aus wie ein Film. Ja. Ist geil, oder? Das ist nice, ja. Das habe ich schon probiert. Wie schmeckt es euch da hinten? 10 aus 10. Geil. Ist gut, ja. Ich bin übrigens gerade auf der Toilette und was mir aufgefallen ist, bei den Ami-Toiletten, das sieht immer so aus, als ob das verstopft wäre, aber es hat einfach so ein Abzug wie auf dem Flugzeug. Finde ich ganz interessant. In New York richtig krank, hier gibt es so Trucks. Und hier gibt es jetzt zum Beispiel Süßigkeiten, aber genau von den gleichen Trucks gibt es auch. Also nee, hier kannst du glaube ich auch Gras kaufen sogar. Das ist richtig krank, Alter. Was das für ein boomendes Geschäft hier ist. Hier ist ein klassischer Hotdog-Stand. Wahnsinn. Okay, live Geschmackstest? Ja, live. Ich habe noch nie Hotdog gegessen. Oh, doppelter Vlog. Doppelter Vlog. Doppelter Vlog. Ja, alles hier gefallen. Einmal aufheben. Ja. Okay. Dann kannst du das Heimat dann. Okay. Für die Umwelt hier ist so fetter Rauch. Ja, das ist so gut. Wieder nur essen. Also, es wurde sich beschwert, dass wir nach New York gegangen sind und nur am Essen sind. Aber was sollst du auch sonst in New York machen? You wear a hat, they call dad. Me, I'm the dad in a hat. So, erstmal, wie macht man das? So? Card not accepted. Alles gut, bin noch da. Alles gut, wir wissen nicht, ob wir den hier jetzt nehmen dürfen, aber wir versuchen es einfach. Boah, ist schön kühl hier drin. Ja, wir sind jetzt einen Abteil weitergegangen, als wir hinten waren. Hat einfach irgendeiner, ist komplett ausgetickt, hat einfach irgendeinen Touristen auch, der hier hinten steht, einfach angespuckt. Nee, der hat, glaube ich, das Fenster angespuckt. Nee, der hat den schon
Und der hat so, ich habe da schon hingeguckt, der hat so ausgeholt, aber hat kurz zu seinem Gesicht so aufgehört. Der ist komplett ausgetickt. Digga, wir sind jetzt ein Abteilmal weitergegangen. Und er hat eventuell gesagt, er wird einen töten. Damit jetzt nicht rumgeheult wird, dass wir die ganze Zeit nur essen. Liebe Grüße. Hier sind wir. On the Grand Central of New York City. Roms. Yeah, yeah. Sehr nice. Ja, aber dann war das doch nicht. Ja, Leute, es wird nicht nur gegessen, wir machen auch Sightseeing, wie richtige Alman-Touristen, ne, wie es gehört. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Jetzt schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ihr seid nur am Sightseeing machen. Sauer. Nein, ihr habt so synchron gelacht. New York Supreme Court. Wir sind jetzt auch hier draußen und zieht euch das mal rein. Wahnsinn. Krank, Mann. Wer ist hier? Das ist so geisteskrank beeindruckend. Trinity Church. Wall Street Stier. Charging Bull. Oh, Leute, ich kann nicht mehr, wirklich. Ich habe so ein Zelt in der Hose. Zieht euch das mal bitte rein. Staten Island Terminal Ferry. MIB-Gebäude. Ja. One World Trade Center. Ja, Leute, schaut's euch an. Den Blick will ich echt nie wieder vergessen. Werde ich wahrscheinlich auch nicht. Stimmt, ja. Marienschiff. Digga, was ist denn hier los? Ey, zeig mal was, zeig mal. Du, a wheelie oder so. Times Square. Empire State Building. Dieser Mann hat so einen riesigen Nacken. Continental oder so. Kakao. Ja, right here, bro. Oh, Enno. Oh, ja, alles gut, ich hab das. Um Gottes Willen, Enno. Gib mir noch auch eins. Alles gut. Nein, die Burger. Check mal die anderen her. Oh. Oh. Nein! Da ist ein Blatt reingefallen. Unkorrekt. I've been scoring. Cheap does burn me. Blah blah, you burn me. Caution, money. I've been scoring. I've been scoring. Wir machen jetzt hier den Burger-Test. Was würdet ihr sagen, qualifiziert mich dazu zu bewerten, ob das jetzt der beste Burger New Yorks ist? Dein Gewicht. Fünfer. Ist ein Fünfer. Aber ist ein guter, aber ist auch based. Und ist auch Aufnahme. Okay. Shake Shake, Madison Square Park, New York. Hm. Ich sag mal so, ich hoffe, das ist nicht der beste. Weil der Standard wäre da nicht so gut, oder? Mhm. War sehr geiler Base-Burger. Mhm, was gibt ihr? Er ist halt super Base, ne? Hier ist noch nicht mal Salat drauf, glaube ich. Ja, ja. 7 von 10. Warte, ich beiß mal rein, warte, ich beiß erstmal rein. Also ich würde eher sagen eine 6,5. Boah, war der schon sehr geil. Echt? Also der Base. Aber ich glaube, ist geil. Ich glaube, es ist nicht mal Tomate drauf, oder? Nee, 7 ist deswegen. 7 ist gut, glaube ich, oder? Das wurde da lapprig. Ja, aber das finde ich nicht so scheiße. Der ist auch sehr klein. Sehr ölig. Und er ist klein. Ja, der ist richtig klein. Also für den Preis. Mhm. Was kostet da gerade? Also, ja, mit. Es ist halt hier in New York, dafür ist es eine 7%. Eine 7. Ne? Oder? Ja. Der Bacon ja. Ist schon sehr geil. Ja. Das sieht auch, das hat sehr viel Mc's Vibes. Sehr, sehr viel Mc's Vibes. Geileres Mc's, aber Mc's. Ja. Mhm. Also, ich glaube, es geht ja nicht hier nicht ums Aussehen von der Frau oder so, sondern einfach nur. Nee, aber schon alles zusammen. Nee, ich meine auch so, das ist sehr fettig, sehr. Übrigens, wie findet ihr das, dass da einfach gar kein Gemüse drauf ist? Ich feiere es nicht so. Nee, oder? Salat und knackiger Tomate Salat, schon, ja. Also auch eine Tomate und sowas. Hier ist einfach nur Fleisch. Keine geile. Da ist auch keine Soße drauf, ja. Aber hast du schon die Preis probiert, muss man Pommes probieren. Ja, die Pommes sind wirklich sehr geil, habe ich schon ein bisschen gegessen. Out auf was? Wie weißt du was? Ne, 8,5. Keine Soße, 6. Der Burger? Ja, schon. Stimmt, der hat auch keine Soße drauf. Ja. Ja, nee, eine 6, Digga. Ja, ist wirklich, also vielleicht ist es nur hier so, vielleicht gibt es bessere. Na gut. Wir haben nämlich jetzt, wir haben jetzt nochmal weiter diskutiert, tatsächlich. Also wir saßen hier und haben weiter darüber diskutiert.
Und wir gehen jetzt doch auf eine 6 von 10 runter, weil dieser Burger, der hat nicht nur kein Gemüse, der hat nicht mal eine Soße. Hallo. Da ist halt nur Bacon, das Fleisch und eine Scheibe Cheddar, glaube ich, ne? Also, nee, wirklich. Also, das kann nicht sein, wir sind halt beim Falschen. Erster Bissvibe, Cheeseburger, McDonald's. Ja, also ein besserer. Irgendwie so ein intensiver, so ein triefiger, ne? Der trieft, richtig ekliges Wort, ne? Triefen, ekliges Wort. Den so hart empfohlen Alter. Haben, weil so viele gesagt haben, das ist der geilste in New York. Ja. Das ist Fett? Nein. Das ist Fett hier in meinem Burger. Nein, ja, das ist halt ein Stück Bacon, ne? Aber Fett. Das ist halt ein bisschen Bacon, Fett. Ne? Aber das ist aber Fett. Ich muss aber auch sagen, dass wir alle denselben Basic Burger. Ja, true. Da gab es noch andere Variationen. Ja. Ja. Also Bacon Cheeseburger. Achso, echt? Ja. Nein. Hä? Ist das wie bei Five Guys, wenn man es nicht sagt, dass man das noch nicht bekommt? Ja, man muss extra sagen. Keine Ahnung. Das ist aber dann trotzdem eine 6 von 10, dass du das dazu sagen musst. Wo kommen wir da hin? So, und das war das Feedback zu Shake Shack Burger von. Rose Deutschland. Ja. Von Ei. Rote Diabetes Deutschland? Von Diabetes Deutschland. So, moin. Wir gehen jetzt auf die Rooftop Bar, Endos Geburtstag reinfeiern. Und wird halt Alkohol getrunken? Auf jeden Fall. Oh, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Distanz. Ganz viel Distanz. Du trinkst? Ich trink nicht. Trinkst du? Alles weggegessen. Richtig. Ja, burgertechnisch übrigens nochmal dran gehangen. Vielleicht haben wir auch selber Fehler gemacht und man hätte irgendwie Salat dazu bestellen sollen. Aber das Urteil bleibt. Also ich glaube, der Salat hätte sich nicht raus. Nee, vielleicht ein Punkt nach oben. Ein Punkt nach oben. Da muss auch schon gut drauf sein. Wir werden eventuell nochmal Wendy's irgendwann testen. Und ja. Jetzt geht's erstmal in die Bar. Jetzt haben die mein Auto hier hingestellt. Das ist noch im Halteverbot, Leute. Was soll das? Was das soll? Ja. Wie denn hier? Junge. Felix, Alter. Wow. Wow, Junge. Das ist ja insane. Hola! Was geht? Geburtstagskind! Alles Liebe und Gute nach deutscher Zeit! Jetzt ratet mal, wer höchstwahrscheinlich im Hotelzimmer eingepennt ist und sich keinen Wecker gestellt hat, auf den Geburtstag vom lieben Enno. Richtig, Christian und Matze. Okay, ich gehe jetzt wieder zur Rooftop Bar. Wir sind tatsächlich eingepennt. Ich habe über die Rezeption angerufen. Tschüsschen! Oh, hey, ja, da ist aber noch was drin. Ja. Ja, ja, ja. Aber das ist doch schon wieder nett hier. Das schmeckt doch schon wieder. Aber das schmeckt doch auch schon wieder, Christian. Ich sag ehrlich, ich habe das erstmal so eine Flasche bestellt. Man hätte auch Feuer, also so Feuer, ne? Also das wäre ja schon okay gewesen. Das wäre schon okay. Jetzt kommt aber Rangus. Let's go, auf einen geilen Abend. Let's go. Richtig und richtig. Ich hab eher sich freuen. 4, 3, 2, 1. Hey, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Enno. Happy Birthday to you! Auf dich, endlich 30, Junge! Glückwunsch, Mann! Wie fühlt man sich da? Einer der besten Geburtstage, die ich bis jetzt hatte. So, von den 30, die er bisher hatte. So, Leute! Was passiert hier denn? Okay. Das war's Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns die Wertung, kostet das Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog, wenn wir uns Pizza, Döner nicht. Döner ja nicht so. Burger oder so reinziehen aus New York. Und ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Macht's gut, ciao, ciao. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and